In der Woche, wo ihr wisst, dass ihr das GP ist, am Samstag würde ich ein gutes Training machen, Anfangs Woche. Vielleicht auch ein bisschen mit Schnelligkeitstraining. Kurz vor dem GP wäre das Training ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller, intensiver, dass man auch die Spritzigkeit hat, dass man auch das Tempo überkommt für das Ganze. Dass man nicht schnell anfängt, dass man schön langsam anfängt, wo man Maya am Anfang hat, man ist ja noch zweig, dass man die erste Hälfte sicher im gleichen Tempo läuft. Und wenn man dann nachher merkt, dass man noch gute Reserven hat, dass man dann nachher noch ein bisschen vom Tempo her zulegen kann. Hey, einfach den letzten Tag vor dem GP nichts Grosses machen, sicher erst Mitte Woche ein gutes Training noch. Entweder leichtes Training, zwischen 40 und 45 Minuten Tourläufchen. Und nachher an GP ein Aufwärmen, eine Lockerungsübung und eine positive Einstellung und hergehen. Und wichtig ist es auch, nicht bloß vor dem Lauf selber, sondern auch bei dem Training eben viel trinken. Und wenn ich mich einmal selber ein bisschen überwinden muss, ich esse gerne viel Schoggi, aber dass ich vor dem Training nicht allzu viel esse. Einfach rennen ist sicher das Haupt, aber alles zwischendurch finde ich auch sehr wichtig. Und schlussendlich geht es darum, einfach nicht juffeln, zu geniessen, die Natur anzuschauen und einfach draußen zu sein.